gonna tell you a secret. There are places in our world where fiction and dreams can come true, powered by the dark energies leaking from beyond. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator. I know the rules of the game. My specialty is fiction that can change the world. Words of power that can bend reality to my will. Oh, it's you. Something horrible is coming. He's called Mr. Scratch. He's after my wife, Alice. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. Fiction wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. Under these peculiar, exceptional circumstances, any story, any urban legend, any lie can come true. Damit willkommen bei Alan Wake's American Nightmare. Dies ist der, nun sagen wir mal, zweite Teil. Alan Wake haben wir durchgespielt und abgeschlossen. Wir haben es geschafft, Alans Frau Alice von der Dunkelheit, aus den Klauen der Dunkelheit zu befreien. Dabei mussten wir leider uns opfern. Denn nur damit können wir Leute wirklich wieder zurückholen. Ein Leben muss gegeben werden für das Leben eines anderen. Damit konnten wir die Dunkelheit besiegen, was Thomas Zay nicht geschafft hat. Und jetzt befinden wir uns in dieser, ja, in dieser Traumwelt, wie wir es eben gerade gesehen haben, in der Alan, naja, ein wenig aggressiver vorgeht. Und ich bin schon super gespannt. Ich grinse wie ein Honigkuchenpferd, denn ich freue mich verdammt dolle. Falls ihr nicht wisst, wer ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Deswegen drücke ich hier einfach mal auf Story Mode. Wie ihr seht, ich kann nicht fortsetzen. Ich habe noch nicht angefangen. Ihr seid jetzt live dabei. Oh, wir können gleich auf Albtraum. Na dann. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Ooh, Night Springs. Das haben wir ja auch noch
mitbekommen. Oh, ich sehe gerade... Was ist das denn? Ist ja krass mit diesem Blur-Effekt. Ja, wir sind jetzt in Night Springs, in dieser Trennwelt. Weiß ich nicht, also Trennwelt ist ja irgendwie so... Hat er ja irgendwie so erzählt. Oh, ich bin so aufgeregt. Und die Grafik ist einfach schon mal einen Zacken besser. Auch diese Sequenz, also nur ein bisschen. Diese Sequenz eben war aber sehr gut gemacht, das muss man sagen. Wir haben eine Lebenspunkteanzeige oben mit 3 Balken. Das ist schon mal anders. Und es gibt diesen, wenn ich mich hier so bewege, diesen, seht ihr das, diesen Blur-Effekt, der das Ganze halt so ein bisschen traumweltlich erscheinen lässt. Okay, uns wird der Weg blockiert. Sie können den Lichtstrahl der Taschenlampe mit linker, rechter Maustaste verstärken. Mit dem verstärkten Strahl lässt sich die Dunkelheit vertreiben. Ja gut, wir sind natürlich jetzt hier erst einmal schön wieder im Tutorial-Bereich. Sieht alles auf jeden Fall ein bisschen farbiger und gestochener aus, wenn ihr euch das mal anschaut, wie gestochen scharf alles ist. Das ist schon ein krasser Unterschied zum ersten Teil. Und ich muss gestehen, dass mir das andere ein bisschen besser gefallen hat. Das hier ist zu... Ich weiß nicht, sieht zu gestochen scharf aus, finde ich ein bisschen. Aber naja. Oh. Die Batterie lädt sich deutlich schneller wieder auf. Der Taschenlampe habt ihr gerade gesehen. Wobei, das könnte auch einfach in diesem Tutorial hier sein. Ah, das ist Divers Island. Na, das ist doch genau die Insel, wo wir die Dunkelheit besiegt haben. Das war doch Divers Island. Aber der See ist ein bisschen kleiner geworden, habe ich das Gefühl. Hätte ich da eigentlich hingekommen? Ich weiß ja wieder nicht, ob es entsprechend... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es was zu entdecken gibt, aber ich glaube nicht, dass es hier etwas zu entdecken gibt, hier im Tutorial-Bereich. Ah, ich bin so aufgeregt. Ah, ich freue mich so auf dieses Projekt. Der erste Teil hat mir so richtig Spaß gemacht. Ah. Und wir haben das ja in der Intro-Sequenz gesehen, es gibt scheinbar einiges an Waffen, also deutlich mehr mit MG und was wir alles so gesehen haben. Na, aber komm mal her, ich kenne dich doch. Ah, interessant. Jetzt ist es nicht mehr so, dass ich passiv drauf leuchten kann. Also, dass ich... Ich muss jetzt verstärken. Ach, Alter. Wow. Vorher konnte ich ja einfach so draufhalten und das hat gereicht. Jetzt muss ich wirklich verstärken. Nein, mein Freund. Ich kann nämlich ausweichen. Oh, die Batterie ist fast alle. Oh, wir haben so viel. Ah, schön. Anyone, das macht so Spaß. Also ich muss sagen, das ist, ich bin gespannt, wie sie das jetzt umsetzen. Mehr Waffen, mehr Action kann natürlich zum Nachteil sein, denn der erste Teil bestach ja jedenfalls mir gegenüber extrem durch diese Atmosphäre, durch die zwar nur, also Horror war es halt nicht wirklich, das stimmt. Life, the man was a writer. Oh. He still practices that art. Forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Ja, also die Atmosphäre war natürlich wirklich verdammt gut. Es war kein Horror, kein... Es war natürlich schon so... Angespannt war man und so... Also ich jedenfalls beim Spielen. Wenn ihr das selbst gespielt habt, wisst ihr, wovon ich rede. Das ist interessant. Das gab's in dem Haus, stand einer. Gleich am Anfang und in dem Haus von Alan. Also da, wo im Divers-Dings hier. Aber es hat halt richtig Spaß gemacht. Und das kann natürlich sein, dass sie jetzt mit zu viel Action da ein bisschen die Atmosphäre zerstören. Es kann natürlich aber auch sehr vorteilhaft sein. Also Action kann sehr gut sein. Und ich stelle mir das auch richtig gut vor, dass das jetzt in dieser Traumwelt richtig losgeht. Also dass jetzt, wo Alan nicht mehr wirklich an den physikalischen Gegebenheiten hundertprozentig dran gefesselt ist, dass das ein bisschen mehr Pfiff bekommt. Bin ich mal gespannt. Ja, ein Blick in die Geschichte. Sie sind auch gut dazu, Waffenkisten aufzuschließen. Aha, interessant. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show.
It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Das finde ich sehr gut gemacht. Das sieht wirklich viel cooler aus als das vorher. Das sieht wirklich richtig gut aus und die Stimme ist wieder richtig schön. Ich spiele es auf Englisch. Ich lasse die englische Sprachausgabe drin. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Deutsche gäbe. Es gibt deutsche Untertitel und ich finde die englische Stimme ist super. Die ist richtig cool gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass das für euch okay ist. Wie gesagt, es gibt die deutschen Untertitel, wenn ihr dem Englischen nicht so sehr mächtig seid. Was ich auch verstehen kann, aber ich hoffe, ihr versteht doch, dass ich das lieber die englische Sprachausgabe habe, weil die ist in den meisten Spielen wirklich besser. Das muss man sagen. So, Waffenkiste, hier. Kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt hier keine ist. Ich habe auch nur noch 16 Schuss. Und ich... The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. Ich habe das Gefühl, dass ich deutlich mehr um mich ballern werde in diesem Spiel, allein schon jedenfalls mit dieser Waffe hier, als mit dem Revolver. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ja, ein böser Doppelgänger. Ach, von hinten kommen sie. Hey, Jungs und Mädels. Manchmal ist die schlauste Taktik, wegzulaufen. Die hellleuchtenden Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Ups, da stand noch Escape. Okay. I can't stay here now. Ja, ich bin hier am Laufen. Kommen sie da oben. Ich dachte, es explodiert jetzt noch. Ist hier irgendwo ein hell leuchtender Bereich? Hier ist hell. Wow, Probleme. Oh Gott, ich hätte nicht gleich auf Albtraum spielen sollen. Wow. Oh Gott, ich bin alle. Wow, aber hier liegt doch was. Hier liegt... Nein, Alan! Nimm. Okay. So, ich sollte wirklich laufen. Da oben kommen nämlich immer mehr, wenn ich das gerade richtig sehe. Wo lang muss ich denn? Ich möchte mich aber umschauen. Hier liegen bestimmt wieder ganz viele Sachen. Ich laufe jetzt mal ins Licht. Geh ins Licht, Helen. Da hinten ist auch eine Kiste. Der aus hell leuchtendem Licht bestehende Rückzugspunkt heilt sie. Was ist das hier? Schalten Sie Waffenkisten durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. 3 Manuskriptseiten, Maschinenpistole, yeah, geil. Okay, das heißt, umschauen. Was macht ihr denn da hinten, Leute? Ach so, die haben natürlich das Problem. Okay, das heißt... Das hier erkunden noch wichtiger ist als im ersten Teil, was ich sehr gut finde. Ich finde, sowas ist immer ein Bonus, der gemacht werden sollte, den Spielemacher wirklich einbauen sollten. Erkunden zu belohnen. Also erkunden ist generell schon mal eine Sache, die ich immer jedem Spielemacher eigentlich raten kann, dass man da irgendwie was einbaut. Denn das, finde ich, macht das Spiel interessanter. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Findet ihr das sowas auch ein Spiel interessanter macht oder findet ihr Erkunden eher so langweilig und nervig, weil man vielleicht auch mehr oder minder dazu gezwungen wird, rumzulaufen und zu erkunden?
Aber ich finde halt so... Also einfach total geradlinige Spiele, wo ich einfach wirklich nur straight durchlaufe, können sehr cool sein. Natürlich... Oh Gott, ihr leuchtet ja gar nicht mehr. Früher hat immer mehr geleuchtet. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Yeah. Ja, jedenfalls, ich finde Erkunden schöner. Meine Meinung. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Ich werde hier erstmal Cut machen für heute. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde auf jeden Fall weiterspielen, denn ich bin schon... Also, die ersten 15 Minuten machen mir jedenfalls echt Lust auf mehr. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und ihr seid dann auch in der nächsten Folge mit dabei. Euer Kaninchen. Ciao, ciao!